Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zum Monster Hunter World. Wir machen hier direkt an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben und werden noch mal eben ganz kurz gucken, wie das um die optionalen Quests mit den Sammlungen steht. Hier sind jetzt nur noch Kaputtauen, das haben wir bereits gemacht. Was gibt's hier? Botanische Forschung. Wenn wir beide erlegen. Dreimal dürfen wir down gehen. Wir kriegen natürlich nochmal wieder was für einen Ordogaron. Ordogan wollte ich gerade wieder sagen. Würde ich vielleicht sogar vorschlagen, dass wir es machen. Ihr habt ein bisschen Action. Ich natürlich auch. Und wir kriegen einen Botanikforschungsplatz. Oder? Nee, warte mal. Machen wir noch nicht. Ich gucke hier nochmal eben. Was ist das hier wieder? Zweite Flotte. Ja, Material besorgen. Die Bayer Jagd helfen. Entschuldigung. Die hier schaltet auf jeden Fall ein Forschungsobjekt frei. Steht immer alles unten in der Kunde. Okay. Also einmal botanisches Forschungsobjekt, wenn wir die königliche Umsiedlung machen. Ich denke mal, den sollten wir problemlos kaputt hauen können. Völlig problemlos. Ist auch eine niedrigrangige Quest. Nee, warte mal. Da machen wir anders. Ja, Quest verlassen. Ich weiß nicht, wie viele Gutscheine wir bekommen werden. Wenn wir... So. Wenn wir unten den Anmeldebonus bekommen. Und entsprechend gehen wir einfach so da rein. Mit doppelter Kohle. Weil ich gehe nicht davon aus, dass wir bei dem Rathian down gehen werden. Also ganz im Ernst, ich glaube, das wäre ja lächerlich. Wir sind in der Wüste, ne? Komm, ja, mit Geld bezahlen, Chefkochgericht. Wir gehen natürlich trotzdem kein Risiko ein. Aber dennoch wäre es lächerlich. Also, Rathian suchen. Da hätte ich eine bessere Variante. Ich glaube nämlich, hier hält er sich auf. Gehen wir nämlich hier nochmal rüber. Da ich das gerade nicht vor Augen hatte, bin ich quasi an den falschen Platz gereist. Warte mal. Mann. Folge fängt ja gut an, ich vergesse die Hälfte. So, hier eben rein. So. Und wieder los. Sonst können wir nämlich nichts einsammeln. Wäre auch blöde. Stein brauchen wir gerade nicht. Auf jeden Fall nicht von dem Haufen. Denn wir nehmen den von diesem Haufen. Der gute alte Stein. So, hier einfach weiter. Und mal gucken, ist der Rathian jetzt hier? Da ist er doch. Hallo. Hey du, puff. Stein getroffen. So. Ja, brüll nur. Brüll nur, du Ungetüm. Oh. Darf nur seine dumme Giftrolle nicht machen. Genau die meine ich. Hätte er getroffen, wären wir wieder vergiftet gewesen. Ja,
er wird sie nochmal machen wollen. Oh oh. Oder auch nicht. Ha. Was? Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh, das wollte ich auch nicht. Nein! Doch Gott! Hab ich gedacht, dass er nochmal nach. Oh nein! Blöd! Verbrannt. Mann, ich will doch nur das Schwert aufladen. So. 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 Ja, renn über uns rüber. Ist alles egal, alles egal. Ja, gib her. Danke, Miet. Oh, ist er angeschlagen? Jetzt habe ich nicht genau gesehen, was er gemacht hat. Was? Und vergiftet. Finde ich aber jetzt nicht so sonderlich schlimm. Jetzt hör mal auf uns draufzufallen. Angezündet. So. Jetzt reicht's mir auch mit dem. Wie ihr sehen könnt, ja, ich nehme ihn nicht sonderlich ernst. So. Was vielleicht nicht besonders gut ist. Hä? Fick doch. Ich dachte gerade, die Musik wird eventuell leiser, aber ist noch alles in Ordnung. Nochmal. Ja, da liegst du, wa? So, so mögen wir das gerne. Und wird's jetzt wieder weg? Okay, wo fliegt er hin? Ein weiter. Gar kein Problem. So, hier einmal eben die Pflanze benutzen. Und dann direkt hinterher. Denn er ist jetzt da vorne, wo das ganze Gift normalerweise ausströmt. Oh, warte mal. Ihn kurz schärfen. Und er hält sich da gerade mit den anderen Palikos, oder? Ach ne, die sind gar nicht da. Die sind erst bei höherer nicht da. Du dumme Sau, ey. Geht noch nicht. Ups. So. Und... oh, das war knapp. Tja. Ein Schwanz weniger, wa? Und dann liegt er wieder. Oh, wir sind vergiftet, weil wir da in der Lache stehen, die wir gerade selber freigesetzt haben. So. Jetzt fall um und bleib liegen. Glaub mir, ist besser für dich. Alter Schwede, der hat sowas von keine Chance. Na, wo willst du hin, hä?
Wo willst du denn hin? Du Schwanzloser. So, war eben kurz geplündert. Tja, das kommt davon, wenn man schon eine recht gute, starke Waffe hat, aber das Monster, mit dem man sich dann anlegt, niedrigstufig ist, dann ist das in dem Sinne keine enorme Herausforderung mehr. Ich meine, guck mal, Leute. Wir haben mit raussuchen und so weiter und so fort etwa knapp über 10 Minuten jetzt gebraucht. Und ganz im Ernst, der ist gleich down. Der fliegt gerade runter in seine Höhle. Was soll ich da jetzt noch großartig zu sagen? So. Barrett-Fußspur hätten wir vielleicht auch mitnehmen können, aber... Ein bisschen Kraut gesammelt. Oh, sieh mal an, wer da ist. Barrett! Hallo! So, ab hinterher. Da wäre nochmal Kraut gewesen, aber... Schissen. So, lange schlafen lassen wir ihn nicht. So, Schild schon mal aufgeladen. Und zack, zack, zack. Und ist nicht viel mit Pen, du Spinner. Na, was jetzt, hä? Oh, okay. Darauf war ich nicht vorbereitet. Na. So. Lächerlich. Was denkst du da ohne Schwanz zu machen? Hä? Du... lächerliches Viech, ey. Tja. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass der Rattier mal ein Problem gewesen ist? Also in dem Sinne, genau dieser Rattian mal ein Problem war. Ja, ist ein bisschen her, ne? Hat er sich auch gedacht. So. Da war noch was. Mehr bekommen wir jetzt nicht. Oder? Nö. Nein. Schade. War ein bisschen gierig, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Jetzt haben wir wieder für die botanische Forschung ein wenig abgeschlossen. Ordentlich Materialien und auch ein bisschen Kohle bekommen. Punkte gibt's auch. 90 Stück. Yeah. Was soll ich sagen? Ist okay. Ist okay. Jetzt würde ich tatsächlich mal eben überprüfen, was hier los ist. So, anbauen. Da ist er, der Mandragora. Endlich. Endlich, Freunde, können wir den Mandragora anbauen. Düngen. Hier, plus 2. Also, wir haben jetzt ordentlich Sachen dazu bekommen. Den Mandragora, den wir ja auch dazu haben wollten. Damit wir uns endlich mal wieder welche von den Pillen dann basteln können. Finde ich auf jeden Fall so nicht schlecht. Wir gehen hier einmal ran, Objekte verwalten. So, hier Set 1, Peng. Was wir jetzt noch machen können, Herstellungsliste. Herstellbar. Und dann hier, sieh an, 2 Mandragora, wir könnten uns davon jetzt was basteln. Wir können uns auch Dämonenmittel endlich wieder basteln. Immunisiere und Demanzam. What?
Diamantpille. Cool. Eine Pille, die deine Haut vorübergehend diamanthart macht. Sehr wirkungsvoll. Das ist nicht schlecht. Immunisierer würde auch dafür sorgen, dass wir uns hier die Machtpille basteln können. Dazu benötigen wir Beschleuniger und Mandragora. Beschleuniger stellen wir her aus Bitterkäfer und Honig. Ich finde, wir sollten... wir stellen mal 20 Beschleuniger her. So. Den Mandragora... Möchte ich den jetzt für eine Machtpille ausgeben? Nein. Was ich ganz gerne möchte, ist ihn für... dafür hergeben. So, hier brauchen wir auch nochmal wieder welche. Stellen wir auch hoch auf 20. Und da wir genügend Honig haben, machen wir hier 15 draus. Beschleuniger könnten wir noch weitere herstellen, habe ich ja gesagt. Kaltgetränk brauchen wir gerade nicht. Energy Drink hilft außerdem gegen Müdigkeit. Hier überprüftes Getränk, das die Ausdauer stärkt. Das ist quasi das, was uns diese Ausdauerkäfer hinzufügen, wenn wir mit denen irgendwie in Beef gehen. Beef gehen, wenn wir die einsammeln. Mann, Blödsinn. Was erzähl ich denn da? So. Einfach nur, damit es abgerundet ist. Okay. Das heißt, wir können die Objekte wieder verwalten. Puff. Haben jetzt alles das, was wir benötigen. Wir haben sogar wieder ein paar Blitzkapseln. Ich weiß nicht, ob er die automatisch hergestellt hat. Doch. Aber wir können noch zwei. Jetzt haben wir wieder ein paar Blitzkapseln, wie wir hier sehen können. Dungkapseln fehlen uns ein paar. Aber wir haben in letzter Zeit auch nicht wirklich Dung eingesammelt. Genau. Das macht nichts. Wir haben noch 15. Warum haben wir nur 9 dabei? Was stimmt da nicht? Oh. So, 10. Was soll denn das? So, Diamantpille haben wir eine. Können wir auch nicht mehr... Wir haben auch nicht mehr. Wir haben jetzt eine Diamantpille wieder dabei. Uns fehlt entsprechend noch wieder etwas. Und zwar hier. Oh. Ja, wir wollen das Ausrüstungsset verwenden. Was uns fehlt, ist immer noch das Dämonenmittel. Da könnten wir nochmal eben kurz schauen. Da, Dämonenmittel müssten wir herstellen. Und für das Super-Dämonenmittel... Mega-Dämonenmittel brauchen wir nährendes Extrakt. Das kräftigt kurzweilig unsere Angriffe. Dann wäre es vielleicht sogar nicht schlecht, wenn wir davon was mit einpacken. Aber ich denke mal jetzt nicht. Das ist so in Ordnung. Rationen haben wir genug dabei. Ja. Bin ich zufrieden mit. Wir schauen jetzt nochmal eben bei Quest bekannt machen. Die eine Quest möchte ich jetzt nicht nochmal wieder machen. Wir könnten jetzt wieder auf Aufgaben gehen und gucken, ob wir den Kushala Daora niederbekommen. Den Stahldrachen. Oder natürlich das andere Viech, aber ich würde die gerne der Reihe nach angehen. Wir haben jetzt 20 Minuten die Folge gebraucht, beziehungsweise 19 Minuten ein paar zerquetschte. Das ist gar kein Ding. Schlage ich vor, probieren wir es doch einfach aus. Obwohl, wir sind jetzt noch nicht viel stärker geworden. Eigentlich bräuchten wir, um stärker zu werden, noch welche von den Monsterknochen. Entsprechend hatte ich vorgehabt, dass wir optionale Quests machen und dann mal beispielsweise gegen den Uragan kämpfen. Mich würde interessieren, ob wenn wir beispielsweise gegen den Uragan kämpfen, wir könnten auch den anderen nehmen, der nochmal eine Stufe drunter ist, einfach nur zum Schauen, ob diese uns auch diese ältesten Knochen geben. Drachenältesten Knochen. So, Quest annehmen. Alles klar, Anmeldebonus genommen und flupp. Okay, wir haben nur ein Ticket dazu bekommen, ist gar kein Problem. Aber... wir nähern uns dem Dodogama-Drama.
Bin mal gespannt, wie der Dicke drauf ist. Der kleine Rollmops. Zum. Hier wollten wir nicht hin. Ja, was für eine Route ist denn der Vogel geflogen? Da. Wie kommen wir denn da oben hin? Aber schön. Blinder Vogel, ey. So. Yeah. Erheber, Walze, Verteidiger. Da haben wir ordentlich was dazu bekommen. So, was wir natürlich wieder hier mitnehmen können, nehmen wir mit. Und go. Go, go, go. Das mit Counter-Strike Annoncen zu sagen. So. Insektenlarve. Hui. Plop. Hui. Dann nehmen wir einen Blaupilz mit. So, und da bist du doch schon, oder? Haben wir dich da nicht gerade gesehen? Ja, da ist er doch. Hier, können wir von der Entfernung abschieben. Puff! Na? Geil, oder? Findest du wahrscheinlich nicht ganz so. Ja, ja, brüll ruhig. Okay, der kann Feuer schießen. Boah, los. Who cares, ne? Ha! Und der Rollmops, der kann durch die Gegend rollen. Okay. Überall Magma. Was ist das? Oh Gott. Alter, was macht er denn hier? Gegen den wollten wir extra nicht kämpfen. Aber hier. So. Ordentlich Elementschaden bekommen. Ja, bleib doch mal hier. Sackgesicht. So. Oh, nochmal drauf da. Jawoll. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass das ein hochrangiges Monster ist. Was ich gerade sehr gerne tue. Aufgrund dessen, dass er, naja, recht unbeweglich wirkt. So. Und drauf gehauen. Zack. Oh, Scheiße. Da habe ich doch gar nicht hingezielt. Und? Was hast du jetzt vor? Willst du abhauen? Ey, kommst du mir gefälligst zurück? Wie schnell ist denn der? Komm her, Dicker. Ey, hier geblieben. Sommer. Oh, warte mal, eben kurz. Eben kurz schnitzen. So. Ah, schade. Hat aber gerade noch so hingehauen. Was visieren wir denn da an? Hey, komm her. Bist du hier bleiben? Oh, ist weggerollt. Konnte er nicht richtig stehen, wa? Jawoll.
Wir gehen echt gut ab. Will ich ja mal so sagen. Also darf man ja auch, ne? Oh. Zum Glück ging der daneben. Tja, damit hast du nicht gerechnet, mein Freund. Das läuft doch. Was? Wie? Hä? Was ist da geplatzt? Das haben wir jetzt nicht gecheckt. Irgendwas hinterlassen? Oh, 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 oh. So. Erstmal eben Heilung. Den Fehler machen wir jetzt nicht, dass wir ihn unterschätzen oder so. Obwohl, doch, Mann, ja. Hier unterschätzen. Unterschätzen und immer schön weiter unterschätzen. So, jetzt den und dann noch den. Was ein schönes. Klick dich mal auf die Seite, du. Gefällt dir doch eh viel lieber. Oh, dir ist aber was abgefallen. Ich mach das mal eben weg, ja? Platz wir jetzt? Tja, warst ein bisschen zu langsam, Digga. Was zum? Jetzt rennt er schon wieder weg. Bleib mal hier, du Spinner. Oh, oh, jetzt brauchen wir mal eben ganz kurz. Da. Bisschen Trank. Und mal schnell ausholen. Da. Oh, der Boden gerade eingerannt. Das können die ja insgesamt. Ich weiß gar nicht warum und weshalb, aber. Du rennst nicht weg, nicht ohne getroffen zu werden. Oh, doch. Hat er gemacht. Er ist einfach so weggerannt. Was ist denn das? Das hing da voll in der Luft. Hm. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm. Ich bin halt wirklich ein wenig enttäuscht von ihm. Ich habe gedacht so, okay, das wird ein bisschen schwerer. Hey, Leute. Ja, das nenne ich mal wecken. der wurde ordentlich geweckt, ey. So, mein Freund. Ich nehme mal eben hier die Blume. Und dann erzähle ich dir mal was. Tja, Bitch, kann der Dicke auch mal schnell sein, wa? Hier sind wir. Oh. Ist umgefallen. Ach, kannst du gar nicht, ne? Au. Oh, der hat nicht gesessen. Na, geh mal her, Mietz. Dankeschön. Und badam!
Tja. Und nu? Und nu, Freundchen? Das war's. Also, mein Digga, ich bin wenig stolz auf dich. Eher gar nicht. So, geplündert haben wir ihn auch. Schleuderdorn geht's ja. Wir gucken uns nochmal eben fix die Umgebung an. Eventuell hat er irgendwo was liegen lassen. Falls ja, vielleicht haben wir auch Glück, dass Mietz es eingesammelt hat. Aber das war ja... Ich weiß nicht. Ist das mit ihm da vorne genauso? Das war ja eine jämmerliche Vorstellung. Was seid ihr eigentlich alles für Monster, ey? Denkt man, man kriegt hier irgendwie was Gutes aufgetischt. Aber irgendwie... Ja, tschüss. Roll da mal rum, du. Also profilieren müssen wir uns hier nicht. Wir haben ihn geschafft und das völlig problemlos. Völlig, völlig problemlos. Hätten wir locker die Belohnung verdoppeln können. Das wäre gar kein Problem gewesen. So, Captain Iglo ist noch unterwegs. Hier können wir einfach mal eben ganz kurz gucken. Was ist denn dabei rausgekommen? Nee, nee, anbauen wollen wir nicht. Düngen wollen wir gerade auch nicht. Wir wollen, haha. Gab's noch Honig? Was ist mit Pilzen? Wir haben auch Pilze angebaut. Was ist los hier? Hier, da können wir doch gerne was draufklatschen. Im Beschleuniger. Machtsamen bekommen und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir hier nochmal eben kurz schnacken, denn wir haben ja was fertig. So, gibt wieder eine Rüstkugel 3. Lieferungen können wir nochmal eben schauen. Lager aufbauen. Wildturmödnis 2. Wird gemacht. Natürlich. Haben wir wieder was abgeschlossen. So, was können wir denn hier machen? Forschung uralter Wald. Forschung Korallenhochland. Forschung Entomologie. Sammle 7 Insekten. Okay. Ja, von mir aus. Dann machen wir Entomologie. 7 Insekten sammeln. 7 Leute Insekten. So. Das haben wir auch gleich mal wieder fertig gemacht. Oh, da ist Pucci. What? Komm mal her hier. Mal streicheln. Da freut er sich. Tschüss, Pucci. Unser kleines Pucci-Lein. So, nochmal wieder hier hoch. Schmiede. Oh, sieh an, da gibt es nochmal wieder eine Quest mit einzelnen Pärchen. Okay. Gebündeltes Feuer. Neue Quest für Heimat der Ältesten. So, jetzt können wir hier nochmal schauen. Ausrüstung schmieden. Rüstung. Und zwar sortieren wir wieder nach Fähigkeiten und nach Angriffsboost. So, dann gucken wir doch mal. Hier, da. Brustpanzerung können wir uns jetzt bauen. Da haben wir jetzt die entsprechenden Knochen für. Hier auch. Die ist noch 36? Ne, die sind beide gleich widerstandsfähig. Drachenältestenknochen haben wir jetzt durch das Monster nicht bekommen. Das wissen wir jetzt. Das bedeutet, die haben wir gegebenenfalls durch den Nergigante bekommen gehabt. Das Nergigante Rüstungsset ist ja schon nicht schlecht, aber deswegen jetzt nochmal wieder Nergigante kaputt hauen. Eine Fresse. Also, das wage ich mich jetzt tatsächlich nicht. Das war schon
ordentliches Brett gewesen, den down zu kriegen. Und Leute, ihr wisst, wie lange wir da dran hängen. Deswegen, also den Nährgigante werde ich jetzt nicht nochmal eben angehen, um diese Knochen zu bekommen, sondern würde schauen, dass ich sowas wie Machtpille oder so benutze, um ja durch die Machtpille jetzt an sich die Möglichkeit zu haben, dass unsere Angriffskraft steigt. Das würde ich tatsächlich besser finden. Aber schauen wir uns doch an in den nächsten Folgen. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei Monster Hunter World. Ciao.